Habe ich runtergezogen. Vom Pete. Der will mich kettensägen. Hallihallo und willkommen zu einem neuen Ark-Video. Ja, ihr seht, ich hampel hier am Strand rum und wir stehen noch. Das habe ich euch eigentlich schon gezeigt, aber mein Aufnahmeprogramm spinnt total und leider sind ständig irgendwelche Aufnahmen weg. Das werdet ihr in dem Projekt noch öfters mal sehen. Aber trotzdem hoffe ich wie immer, dass euch das Video gefällt. Und wenn ja, dann wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Wir wurden nicht geratet, wir stehen noch. Ich habe jetzt noch ein paar Walls platziert. Ein paar Turrets sind auch schon bereit. Aber jetzt habe ich eine kleine Butze hier gefunden und jetzt wollen Underdog und ich die erstmal aufmachen. Unser Hund ist natürlich wieder mit am Start. Hello. Der Server legt immer noch wie scheiße, also hat sich nichts getan. Ich suche so lange halt hier noch ein bisschen nach Tech-Tieren und sowas, ne? Eins habe ich ja gefunden, wow. Alter, hier liegt ein Spieler. Den. Hast du Rüstung oder soll ich dir da unten mitnehmen? Habe ich an. So. Ich habe ihn angezogen, aber er hat sich rausgehauen. Was der halt anhat, ich mache halt 11 Damage. Na. Aber der hat sich nicht richtig verteidigen können, also. Wird mir halt angezeigt, ne? Der taucht jetzt unter Wasser, aber ich sehe ihn halt trotzdem. Da unten schwimmt er rum. Also wenn der den Flak anhat, mache ich ja keinen Damage dran. Ja, das ist richtig. Aber der muss doch vor mir auftauchen. Ist nämlich vor mir runter. Oder jetzt kein Sauerstoff gelevelt haben, oder? Sehr gut, wir haben zwei Fairy Pistols. Das heißt, wir können beide eine nehmen. Sehr gut. Da unten schwimmt er. Ich denke ja, dass der sich umbringen will und hofft, dass ich nicht sehe, wo. Weil so lang kann der gar nicht. Der weiß halt nicht, dass er reingerendert wird bei mir. Ich sehe den ja wirklich als Punkt reingerendert. Wie der kann denn der unter Wasser bleiben? Jetzt muss er hoch. So. Jetzt taucht er auf. Boah, das ist so verlegt halt dermaßen. Wie lang ist denn der unter Wasser? Hat er den Tech? Der hat einen Tech-Anzug an? Jetzt muss er hoch. 15 Schaden, ey. Irgendwann müsste ich die Rüstung. Ja, je nachdem, wie viel Dura die hat, ne? Jo. So, das 50. Ich hab ihn! Ja, sehr schön. Er hat irgendwas gedroppt. 50, 3. Eine Pistole, eine Longneck hat er gedroppt. Okay. 1300er Schuhe, 700er. Gasolin hat er dabei. Blueprint für eine Pickaxe, Blueprint für einen Crossbow. Ja. Ich bin Sharks, schreibt da einer. Das klingt legit. Ey, so kann ich mein Video benennen. Ich treffe Sharks und Sharks in Anführungsstriche. Ja, dann krieg ich die übelst die Aufrufe. Und es ist total der Clickbait. Dann blendest du einfach nur den Chat ein. Ja, Sharks ist hier drin, ja. Sharks spielt auf Astro. Ich spiele mit Sharks. Oh, da ist ein Spieler. Habe ich runtergezogen. Vom Pete. Der will mich kettensägen. Der macht übel den Kettensägenschaden, ja. Der hat den Kettensäge. Einfach meiner ist ja nicht voll. Taut er ab. Da ist der Pete-Spieler wieder. Vielleicht ist der gehört hierher. Der ist direkt vor der Butze. Oh, der fliegt nicht nein. Ich denke doch, ich gehöre zu der Butze. Ich bin unterwegs. Okay, SOB. Also blauer Obi im Endeffekt, ne? Auf der Insel ist das. Power von Powers habe ich gekillt und Easy Bra. Easy Bra. Easy Bra. Der Typ fliegt immer noch herum auf dem Pete. Boah. Vielleicht macht er sich in die Hose. Ja. Yeah. Boah, ey, der Lag war insane. Wieder angezogen. Oh, gleich. Ach, du Sau, ey. Vor allem bin ich im Boden. Ich liebe es. Den Pete angezogen. Nice. Ist das deine Base-Klavi? Wenn ja, lasse ich dir in Ruhe. Alter, ein übel kleines Kind redet mit mir und fragt, ist das deine Place, Space Bloody? Wenn ja, lass ich sie in Ruhe.
Ja, ja, das ist meine Base. Lass sie bitte in Ruhe. Dann lasse ich dich auch in Ruhe. Das hört sich gar nicht creepy an. Ich wollte auch so mich wie ein kleines Kind anhören, Mann. Nee, du bist zwar viel, aber kein kleines Kind. Wenn ich was mache? Wie bitte? Ich habe keine Cryo, ich habe gerade erst angefangen. Deswegen habe ich auch so eine kleine Base. Das ist ein Deal, war keiner. Dann komme ich mit einem Pet dann und sich hier. Ja, dann mach das mal. Da ist er wieder. Der hat ein Konto. Hä? Hat gern ein Konto? Nee. Er fliegt hier oben rum. Er versucht mich zu grabben. Kann man überhaupt von dem Bloodstalker grabben? Ja. Echt? Wie dumm muss man sich denn da einstellen? Der muss ja unten drunter kommen irgendwie, oder? Jo. Weil der Elfer ist ja noch der Nebel. Ja. Aber mit der Pistole könnte es nice werden, wenn du mit der Pistole kommst und nicht den doch irgendwie angezogen kriegst, so viel schießt. Oder andersrum. Oh, ich hatte ihn wieder. Aber ich krieg ihn halt nicht festgehalten. Ich mache halt viel mehr Damage als der Piet, ne? Nö. Alter, er hat mich echt gegrabt. Wie dumm muss man sich denn da einstellen? Einmal ist der Center Nebel da. Ja. Super. Der weiß aber schon, dass ich Flügel habe, oder? Ich habe einfach Flügel. Was will er mich grabben? Weiß nicht. Auch an. Ist das so direkt am Strand, die Bude? Ja, ja. Ah, ja. Ja, da fliegt er noch mit Pete. Ja, das ist er. Ah, ja. Ach. Jetzt, ja, portet sich, Digga. Ich rein, nicht rein. Er hat so einen Lack gehabt, dass ich nicht ziehen konnte, weil er eine Art Dorf festhing. Er hing an. Ja, ich hab den aber auch schon ein paar Mal angezogen. Ich hab ihn auch schon. Manchmal leckt halt auch wie Sau, weißt du, bis genau drauf drückst und dann. Nicht den ich hab ihn. Spielen. Ich hab nice. Ihn dran. Er ist im Wasser. Ich hab nichts zum Schießen. Schieß auf ihn, wenn's geht. Er Sie versucht sich hoch zu grabbeln. Er ist bei mir. Oh, der Terry kommt. Guck mal, er kann sich nicht hochgrabbeln. Er ist im Wasser, weil ich drauf hau. Siehst du ihn? Ah, fuck, jetzt hat er sich hochgegrabbelt. Hab ihn. Ja. Yay! Siehst du, zu zweit geht es gut, ne? Ja. Weil dann kann auch einer mit draufhauen, sonst noch den Pete. No. Terry, halt ich auf Akku. Bring den mal bitte nicht zu mir her. Ich will den Pete. Was macht denn dein Platzsauger? Wie läuft der denn? Ach, läuft er wieder auf seinen Beinen? Ja, läuft wieder auf seinen Beinen. Hast du eine Waffe? Nee, eigentlich nicht. Wie das aussieht! Du musst den ganz kurz krühren oder so, sonst geht es nicht weg, der Bug. Die Art davon ist auch getamed, weil er sich nicht bewegt. Ernsthaft? Jo. Ja, soll ich auch machen? Ja, mach du ruhig. Wollen wir noch die Art vorher killen? Wenn's bestimmt doch sein, ne? Nö. Okay, ich cover. Das ist halt das Geilste am Bloodstalker, das gerendert wird, ne? Nö. Soll jetzt echt nur innen aufmachen. Jetzt einfach reingehen können, oben durch. Ich war schon drin. Aber wir haben ja genug. Ja, Vollständigkeit, oder? Ja, schaden tut's nicht, auch wie der Bloodstalker dasteht. Also, das sieht aus. Dann guck mal rein. Hallo, hallo. Keiner drin, oder? Watches, Betten, Kiste. Also einfach alles mit bei dem Wait alles ausräumen, mitnehmen. Ich werde jetzt, das kleine Kind kommt dann wieder und sagt: Oh mein Gott, die wurden ja schon geratet, das haben sie verdient. Bis er dann feststellt, dass der Name von der Base da gar nicht der Name ist von denen, die ihn gekillt haben. Flamethrower, Blueprint, eine Pump. Boah, nimm alles mit. Komplett. Ja. Hat sich also sozusagen gelohnt, ja. Ja. Schon, ja. Sehr gut. Ich mach den Boden weg, nicht, dass er noch irgendwo eine Kiste drunter hat.
Mister. Das war halt echt seine Outro. Deswegen war der hier. Der wollte die eh aufmachen, die Base. Deswegen hatte der die Outro dabei. Damit beende ich das Video aber auch. Ich hoffe, wie immer, es hat euch viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in alter Frische. Bis dahin, alles Gute für euch.